Letzte Woche war Trinitatis. Hier in der Kirche haben wir das gefeiert. Das heißt, Gott ist einer, aber doch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist einigermaßen schwer zu verstehen, vielleicht das auch gar nicht zu verstehen. Aber was steckt dahinter? Ich würde gerne einmal andersrum anfangen und ich habe das hier auch schon einmal so ähnlich getan. Nämlich, dass die ganze Welt eigentlich Beziehung ist. Das geht im ganz großen Los bei den Planeten, die umeinander kreisen. Und das gilt bis in die allerkleinsten Atome. Ein Atom ist ja ein Atomkern und ein oder mehrere Elektronen, die drumherum sausen. Wenn man sich das einmal im Größenvergleich vorstellt, wenn so ein Atomkern so groß wäre wie ein Kirschkern, dann würde das erste Elektron im Abstand eines Fußballstadions drumherum kreisen. Der Kirschkern auf dem Mittelpunkt. Und dazwischen ist nichts. Oder eben Beziehung, Energie. So ist die Welt aufgebaut. Auf Beziehung, auf Energie, auf ein Miteinander. Und im Grunde besteht all das, was wir hier sehen, ziemlich wenig aus wirklich Materie, sondern eben aus Beziehung. Und es ist naheliegend, von Gott auch so zu reden. Als Beziehung. Und Vater, Sohn und Heiliger Geist tut genau das. Und es ist mit dem Kopf vielleicht nicht zu verstehen, sondern mehr zu fühlen, dass Jesus als Sohn sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Aber er redet ständig mit dem Vater. Und er hat zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt, als er dann ganz zu Gott gegangen ist, ich lasse euch nicht allein, ich komme wieder zu euch, ich sende euch den Heiligen Geist. Also, er sendet den Heiligen Geist und er selber kommt aber da gleich drin mit. Mit dem Kopf nicht zu verstehen. Aber es ist Beziehung. Gott ist in sich schon so sehr Beziehung, dass man von ihm gar nicht viel anders reden kann. Übrigens ist der Heilige Geist im Hebräischen ein weibliches Wort, die Ruach. Gott ist auch in der Bibel, wenn er beschrieben wird, nie nur für sich. Und einfach so da, sondern auch Gott in der Bibel ist immer in Beziehung zu Menschen. Er beruft Menschen, ganze Völker, er greift in die Geschichte ein, er sucht Kontakt. So wird Gott beschrieben. Und Gott, der wünscht sich Kontakt und Antwort von uns, indem wir in Beziehung zueinander leben, indem wir auch in Beziehung zu ihm leben, im Hören, im Reden, im einfach Wissen, dass er da ist. Vielleicht ist das am ehesten Trinitatis, eine Beziehung. Gott in sich, wir zu Gott, wir zueinander. Und die Idee von Trinitatis ist ganz alt. Und so hören wir ein ziemlich altes, ganz inhaltsstarkes Lied. Brunnen alles heißt die Ehre.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne dich Gott, der Vater, der dich geschaffen hat. Es segne dich Gott, der Sohn, der dich erlöst hat. Und es segne dich Gott, der Heilige Geist, der in dir ist und dich belebt. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.